nächste Frage hat der Reitschuster. So, jetzt habe ich einen Reitschuster noch zum Thema Corona. Eine Frage an Herrn Ewald. Herr Ewald, Gunnar Schupelius hat in der BZ in einem Bericht geschrieben, die Bundesregierung habe keine Beweise für die Wirksamkeit des Lockdowns. Daher meine Frage, welche wissenschaftlichen Studien haben Sie? Danke. Also Herr Reitschuster, Sie wissen, dass wir grundsätzlich nicht Kommentare von Journalisten bewerten. Und an dieser Stelle würde ich es auch so weiterhalten. Das ist dann jetzt aber ein Missverständnis, Herr Ewald. Ich habe ja nur das Zitat gebracht und habe daraufhin eine eigenständige Frage vorgebracht. Und die Frage hat ja nichts mit diesem Zitat zu tun. Ich wiederhole die Frage gerne nochmal, welche wissenschaftlichen Studien. Also wenn Sie mir einen Satz aus dem Kommentar so hier vorlesen und mich da um eine Bewertung bitten, ohne sozusagen den erweiterten Zusammenhang und den Begründungszusammenhang hier darzustellen, dann kann ich dazu nichts sagen. Dann ganz ohne den Satz die Frage zum dritten Mal, welche wissenschaftlichen Studien hat die Bundesregierung? Danke. Ich habe jetzt das gesagt, was ich dazu zu sagen habe. Also gar nichts.